That would be a performance. Ich spreche Deutsch. Lars übersetzt nicht, sondern interpretiert es in Englisch. Er ist sozusagen die Brücke zu euch. Yeah. So, you know, my name is Lars. I'm going to translate. No, I'm not going to translate. Rather, I'm going to make my own version of your story. So, read and narrate what you were telling. Wir sind opportun. Liebe Saint Opportun, du Heilige der Systemtheoretiker, hier hast du sie versammelt, deine hohen Priester der Zukunftsvisionen, der Prognostik, der Professoren, deren, auf die deine ganze Hoffnung gerichtet ist. Obwohl sie ihre Augen nach oben richtet, ihre Frisur nach oben gerichtet hat, sie reitet auf Europa, du reitest auf Europa, die sich verwandelt hat in eine Kuh. So opportun, du stammst wohl aus dem 7. Jahrhundert nach Christus, aber du hast diesen eigenartigen Namen, diese eigenartige Zuweisung, die Zuweisung der guten Gelegenheit. Du schaffst die gute Gelegenheit. Saint Opportun, I hail you. You are here together with all of you, all the professors. You are the hope. You are the future. You are the one that allude to me. I am looking up. I have my eyes upwards, but I'm still seeing you. We are riding and riding Europe. It's a cow. It's an old figure, probably from the 7th century AD. But what you do, what I do, is to create the good opportunities. Du bist die Heilige, der Splitter. Du bist die Heilige der gebrochenen Spiegel. Du bist diejenige, die diese gebrochenen Spiegel zusammenfügen kann, von denen schon Oscar Wilde gesprochen hat. You are the holiness for the fragments. You are the holiness for mirrors. You are the only one who can bring together the mirrors, the fragment of the mirrors. Das Bild dazu, zu dieser Frage, in einer anderen Version. The image to the left relates to this, just in another version. So opportun, du hast auch Nachsicht mit solchen Begriffen wie die nächste Gesellschaft, von der du weißt, dass sie mit dem nicht übereinstimmen, weil man muss ja natürlich auch Werbung machen können und die Worte auch für Werbung verwenden dürfen. Saint opportun, you can accept concepts like next society. We need words to make commercial. Commercials and get people on board, so it's fine. Ja, und damit komme ich von der Anbetung. Sompertu, du hilfst mir auch in diesem freischwebenden Vortrag, in dieser Form, die eigentlich ohne Netz arbeitet, ohne ein Skript, ohne allem, sondern aus dem heraus arbeitet, was sich in dieser Situation ergibt. And hereby I move away from hailing you. You're supporting me in this
performance. It's a form without a network. It happens by whatever is in here. There's no script. There's no nothing that guides me except for what is here. But there is a long tradition of this form. It begins. Das ist ein Wie soll ich Deutsch reden? Das ist eine lange Tradition, eine uralte Tradition der Seher, der Künstler, bis zu dieser Tradition der Professoren, die dann interviewt werden. It's a very long tradition. The old tradition of those that could forecast or see the world were seers. Then the artists that could show what future might be. And now all those professors and intellectuals that maybe know what the world will be. Wir müssen ja schnell arbeiten. Und trotzdem Bilder machen können, auch in der Sprache Bilder machen können. Ich will jetzt einmal, wenn wir, es wäre sehr gut, wenn wir über Luhmann sprechen, dass wir nur Termini verwenden, wenn wir über dessen Theorie sprechen. Wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, die er beschreibt, wäre es besser, wir würden diese Termini nicht verwenden und eine Differenz herstellen können. Ich will das versuchen. So, I'm going to suggest something to you. It would be best if we only use the specific termini from Luhmann when we discuss theory. But when we talk about the world in which this theory operates or lives, maybe we should have a different approach to that. And I'm going to give an example of it. Ich werde über mehrere Begriffe sprechen aus der Luhmannschen Theorie, über Interpenetration, über Interaktion, und ich werde natürlich auch über diese Grundfrage sprechen, oder dieses Grundbild, was er geschaffen hat, dass der Mensch die Umwelt der Gesellschaft sei. Wie gesagt, aus der Theorie heraus, aus der Konstruktion absolut zutreffend, aus der Ethik heraus auch zutreffend, weil er den Menschen damit ja die Freiheit lässt, weil er den Menschen nicht in die Theorie mit reinnimmt. Von der Aussage her eine Anmaßung für den Menschen. So, I'm going to use a couple of words from the Romanian cathedral of the theory. One of them is interpenetration, and the other one was interaction. Interaction. One of the challenges of the great concepts that he developed is to put humans in the environment of the society. What an affront to many people. What a challenge to consider that. But it sometimes works, and mostly works in both research and in ethics. Es ist eine Beleidigung für den Menschen. Wieso? Weil wir Menschen immer davon ausgehen, dass wir Teil der Gesellschaft sind. Nur so können wir in der Gesellschaft sein. Wir gehen immer davon aus, wir sind immer anthropozentrisch. Oder sagen wir, von uns ausgehend. Ein bisschen kleineres Wort. Wir gehen von uns aus. Wir müssen sogar von uns ausgehen. Wir können schon Abstraktionen schaffen, um das von außen zu sehen, aber auch das geht immer noch von uns aus. Was wir dann aber nicht sehen. So, it's an affront to humans not to be the center of the world. We all consider, we operate in an anthropocentric worldview, and even though we cognitively, intellectually can do the abstraction and consider us being outside of something, it still resides or stems from a human itself. Interpenetration spricht ja genau von diesem Verhältnis. Interpenetration spricht ja von dem Verhältnis der Psyche, des Bewusstseins, des Bewusstseinssystems, des psychischen Systems, ich verwende jetzt seine Begriffe, den zwischenmenschlichen Beziehungen,
dann dem Sozialen und, den und innerhalb des Sozialen, der sozialen, die er dann soziale, als soziale Systeme als ausdifferenziert in der modernen Welt beschrieben hat. Looking at interpenetration here. On the one hand, you've got the psychic systems, the awareness of the cognitive function. Then you have interhuman relations, and finally, in contemporary modern society, functionally differentiated concept of social systems that have specific forms, tasks, and deliverables. Dass diese Interpenetration eine wechselseitige heißt, von einer, spricht von einer wechselseitigen Wirkung. Und diese wechselseitige Wirkung wird ja auch so beschrieben, dass, die, dass wir das, was wir der Individualität nennen, was wir das Subjekt nennen, ein Produkt der Geschichte ist, der Sozialgeschichte und ein Produkt dieser Ausdifferenzierung ist. Das heißt, es gibt zwischen den interpersonellen Systemen, wie dem Körper, Bewusstsein, Seele, zwischen den interpersonellen Systemen und den sozialen Systemen etwas, was interpenetriert, das heißt, es beeinflusst sich wechselseitig. Und da kann man auch feststellen, dass eben dieser Begriff oder dieses Verständnis, dass wir subjektiv sind, eine Entwicklung ist, die erst so ab dem 15. Jahrhundert begonnen hat und im 17. Jahrhundert Auswirkungen, seine ersten Auswirkungen hatte. Right. Speaking to interpenetration, it's an oscillating movement, or it's a double-sided causality. And individuality is a quite contemporary development seen in the whole of humanity, of social evolution. So individuality is a product of history. And it really came to force in the 15th century, had the first major impacts in the 17th century. Die Theorie heißt ja, dass die Komplexität, die auf der einen Seite entsteht, in einem System entsteht, in der anderen reduziert wird und umgekehrt. Das ist die Theorie. Und wenn man die sich vergegenwärtigt, dann merkt man, oder vergegenwärtigt und die Geschichte anschaut, dann merkt man natürlich, dass das Individuum in der ausdifferenzierten, ich gehe jetzt davon aus, dass man diese ausdifferenzierte moderne Gesellschaft annehmen kann, die leite jetzt nicht ab, dass man die von der ausgehen kann, dass in dieser ausdifferenzierten modernen Gesellschaft das Individuum wahnsinnig gefordert ist, gefordert in der Weise, dass es sich nicht individualisiert, sondern dass es sich verallgemeinert. So, I take for given now the notion of the concept of a functionally differentiated society as a modern form of the social systems and of society. And what is important is that social systems in general, they reduce complexity for each other so that they both can, in general, expand their level of complexity. Das ist das Bild dazu. Muss ich übersetzen, ja. Ja. Das heißt, dass dieser Schattenboxer, mit dem man es permanent zu tun hat. Genau. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was passiert denn da? Was tut der Luhmann da? Dann ist das etwas, was einem eigentlich sehr verwundern sollte. Eben aus dem Grund verwundert, weil wir es eigentlich so schwer denken können von unserem Selbstverständnis aus. Wir sollten uns eigentlich verwundern und wir können uns verwundern, wenn wir uns das fragen, dass er sich auf Spencer Brown beruft, dass er hochabstrakte, erkenntnistheoretische, logische Formen ableitet, die schwierig zu denken sind, wie Unterscheidung, Bezeichnung und Unterscheidungsverhältnis von Unterscheidung zur Bezeichnung, zu dem der Referenz, hochkomplexe Gedankenmodelle, die jetzt im Ich, im Bewusstsein stattfinden, und von denen er dann sagt, das ist die Verwunderung, sagt, das findet im Sozialen statt. Ohne
als wäre dort ein Selbst, als wäre dort ein Geist, als wäre dort ein Bewusstsein, ohne dass wir davon sprechen sollten. It still resonates with the issue of humanity, and we should wonder. Luhmann uses these highly complex forms and notions of distinction, that form, and marked space and unmarked space, and system references. And all these complex forms, they are drawn from, at least partially from Spencer Brown, and they are somehow cognitively operated and related to each other. Theory comes into being. And we should still wonder if this emergence of this theory has some sort of consciousness. Is there a consciousness or a ghost or a spirit that operates in the social dimension? So it is as if there is a ghost. And we should at least wonder. That's the picture to these sentences. Das, was Freud dann das Über-Ich nennt, das dadurch entsteht. Nicht nur der Schatten, sondern das Über-Ich, das dadurch entsteht, dass wir sozusagen dieses allgemeine Ich immer in uns haben. Just related to the image, referring to Freud, you have the three levels of self. Ego and super-ego, that is what I... Diese Verwunderung darüber, was ist das eigentlich? Was kann das eigentlich sein? Und jetzt wird das meistens so beschrieben, als würde dieses, was unterscheiden ist und bezeichnen ist, etwas sein, weil wir ja in der Sprache nur leben und in der Sprache auch uns verständigen, in einer Weise verständigen, als wäre das alles nur sprachlich. Wenn es wirklich zutreffen sollte, dass das in sozialen Vorgängen, in der sozialen Plastik, in sozialen Gebilden, in Szenen, in Situationen geschieht, wenn wir das annehmen, dass es so ist, ohne jetzt das einmal System zu nennen, mach mal das, komm nicht weiter. So, all the distinctions and the descriptions that we generate, they continuously operate. And remember, we are living in the language. We don't even need to call it a social system, but we're living in the language and living these operations. Is it all only language? Is it all only communication? Yeah. Und da bin ich jetzt sozusagen in meiner Profession da, als Künstler. Oder sagen wir mal einfach so, versuchen wir eine Situation in einem öffentlichen Bus zu beschreiben. Wenn wir uns dabei beschreiben, dann kommt so ein Bild ähnlich wie da raus. Wenn wir uns versuchen zu beschreiben da drinnen, dann merkt man das und das ganz ehrlich machen oder Literatur an. Lesen, die das versucht haben, man muss ja nicht selber machen, das gibt es ja schon viel, dann wird man merken, dass da ganz wenig Sprache drinnen vorkommt. Aber es kommt wahnsinnig viel Form und Konditionierung vor. Es kommt ganz nur an einigen Eckpunkten Sprache vor, an den meisten kommt unheimlich viel Formelemente vor, die man miteinander vergleicht, in Vergleich zieht, ohne dass man zu allem einen Satz machen muss oder irgendetwas machen muss. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass im Sozialen es so etwas gibt wie eine Formkonditionierung, die natürlich mit Codes belegt sind, klar, aber die Codes würde dann heißen Verkürzungen. Look at this situation here. We are all together and we're producing lots of language. But imagine if we weren't professors but rather riding a bus with unknown people. That situation is not unknown to most of us. We are able to ride a bus. And if you were sitting there and trying to describe what happens without the references, without literature, you would see that there is a lot of language present yet unspoken.
There are form elements that are continuously operating and they are being compared. There is a conditioning of forms continuously happening. Of course, these forms are added on, attached and coded by codes. But these codes operate as a good one, as a shortening device. Gestern haben Sie das ja angesprochen, auch in einer Weise schon, in Ihrem Vortrag. Ich muss jetzt über die Kunst reden. In der Kunst ist sozusagen, in der ganzen Tradition geht es nur um Form. Wir schauen nur von anderen ab, wir reagieren drauf, wir stellen eine Differenz her, wir lernen in Kunsthochschulen nur, was andere gemacht haben, was andere machen, um uns davon distanzieren zu können. Im Theater geht es nur um Form. Es geht nur darum, welchen Ausdruck ich habe, welche Formfähigkeit ich entwickle, bis in die Körperlichkeit hinein. In der Musik, im Tanz ganz besonders, sehr deutlich, weil es geht durch den ganzen Körper durch. Das heißt, das sind die ganzen Formfragen. Dass diese Formfragen... Okay. I need to talk about what art actually does, what it is about. It's, and I'm now divulging the secret, it's all about form. It is only about form. And what you do when you go to a Kunsthochschule and artist training, you don't study art, you're just learning about forms, what other things, what prior forms were present. And what you then develop as an artist is reactions to prior forms of expressions of forms, all the way down to the physicality, the bodily embodiment of forms, and their reaction and relation to it, one another. And this is, you showed it yesterday in regard to music, and if you go relate to dance, it is most expressive form of bodily embodiment of form. Die Kunst hat diese Tradition entwickelt, wenn wir uns anschauen, Paul Cézanne, wenn die Landschaften, die wir hier sehen mit den roten Dächern, dass die so schön sind, hat viel damit zu tun, dass Künstler so eine Abstraktion entwickelt haben und nur mit Farben gearbeitet haben. Zum Beispiel Paul Cézanne hat diese Formelemente entwickelt, die dazu führen, dass heute Gemeinderäte sagen, wir machen nur rote Dächer, weil das schaut gut aus. Wir lassen nicht ein Eternitdach, ein Blechdach machen. Das heißt, es gibt diese Frage der Form, und damit komme ich, die Kunst ist ja nur ein Hinweis darauf, ein Hinweis, das ist nicht das, das ist nur ein abgeschlossener sozialer Bereich, natürlich, aber ein Hinweis darauf, dass wir im Sozialen mit irrsinnigen Formkomplexen arbeiten, immer, und weniger mit Sprache, die nur sozusagen an einzelne Schnittstellen dazukommt. Das heißt, das Formkalkül von Spencer Brown ist eine Spezialform. Es gibt die Frage der Form in einer noch viel komplexeren Weise, als wie die da beschrieben wird, mit innen und außen. Man kommt mit in der Kunst, würde man mit diesen Begriffen, die Spencer Brown, nicht weiterkommen. Du würdest nicht weiterkommen, wenn du nur Markt- und Anmarkt-Space hast. Du musst Farbe dazu nehmen, du musst mehrere Komponenten dazu nehmen, die du alle gleichzeitig einbaust. Du musst zum Beispiel innen und außen immer, wenn du zeichnest, bei einer Form, musst du innen und außen immer entwickeln. Es ist hier so eine Linienform entwickelt, und ich habe jetzt nur angedeutet, dass ich außen einen Punkt hingemacht habe. Indem ich da außen einen Punkt hinmache, wird jede Linie völlig anders, wird das plötzlich, dreht sie sich um, weil das dann zum Innen und das zum Außen wird. Das ist jetzt die simpelste Form, und sie ist eine ganz simple Zeichnung, die viel, viel schwieriger ist es da drüben, wo dann eine Figur überbleibt, weil man nichts gezeichnet hat. Die gemeine Alraune als Menschenbild. Right. So, if you look out here, you see the wonderful landscapes. And you might know that city councils now demand that there will only be red roofs, for example. So, city planning.
they learned something from Paul Cézanne, because Paul Cézanne taught us to observe forms through colors. And they taught not only us, but they taught city councils how to observe what they are counseling. And what art does in this regard is to give reference. It shows, you use the German word Hinweis, it's pointing towards something. And we have a far more complex notion of form in art than we have, than what I am observing in the language of Spencer Brown that Luhmann adapted. So I want to give you two examples. To the left, we have just a line drawing, but you have lines and you can do this inside-outside calculation, but what do you do with the dots? It becomes hard to keep what is inside and what's outside. But that is only black and white. It's a very simple drawing. Look at here to the right. We have black, but there's a figure emerging that is still in white. Then we have the hat marked in color. So it's the absence of what is drawn that suddenly lets something emerge. Zurück zur Interpenetration. Genau. Sehr interessant ist bei, auch bei Luhmann die Form. Das Allerinteressanteste ist die Form, wie eigentlich bei allen Theoretikern. Ob das Freud ist, ob das Lacan ist, ob das Heidegger ist. Es ist immer die Form. Das heißt, wie jemand was baut. Viel weniger die Begriffe, sozusagen die Termini, sondern wie er etwas baut. Und in diesem Kapitel hier drinnen ist sozusagen Interpenetration, da kommt die Interaktion als Teilkapitel für die Interpenetration vor und innerhalb der Interaktion kommt der Medienwechsel vor. Das heißt, daraus sind Aussagen gemacht, ohne dass es Aussagen, dass man das nennen muss, sondern das ist einfach zugeordnet dadurch. Was heißt das jetzt? Und ganz interessant ist, am Ende dieses Kapitels über Interpenetration, da spricht er über, wenn normalerweise ein Literat sagt so, oder Sie jetzt im Vortrag, jetzt fasse ich das zusammen, Summary, fasse ich das zusammen, macht er nicht eine Zusammenfassung, sondern er macht einen Rückblick in große Vergangenheit. Ich muss jetzt weiterreden. In große Vergangenheit. Er geht zurück auf die griechischen Helden. Ja, das mache ich jetzt anders. So, we're going back to interpretation. Whatever theoretical position you take and develop, the most important notion or concept is always form. How is form emerging? How is it created? How is it dissolved again? If you read Social Systems by Niklas Luhmann, the chapter on interpenetration, it has an ingrained structure. So, as part of the chapter on interpenetration, you have a sub-section on interaction. And at the end of interaction, there's a section on the change of media, the media exchange. And usually when we do presentations, we end up with a summary. Now I give you a summary of the main points and then we go to the conclusion. What does Luhmann do? He doesn't give you a summary. He goes for a long view back into history, starting with the ancient Greek or Hellenic heroes. Ein ganz interessanter Ausdruck, und da sagt er, dass schon diese Problematik zwischen dem Zwischenmenschlichen, diese sozusagen Interpenetrationsfrage zwischen dem Zwischenmenschlichen und dem Sozialen, dass die damals schon sehr deutlich aufgetreten ist. Es gibt ja Interpenetration zwischen dem psychischen System, Bewusstseinssystem und dem Sozialen, zwischen dem, dass es zwischenmenschliche Systeme gibt, die sehr viel mit dem zu tun haben, was Interaktionen sind, das heißt momentane Geschichten, die sich wieder auflösen, die nicht sozusagen zu etwas bleiben, was eine Dauer hat. Und dann das Verhältnis zu, was er dann nennt, das Verhältnis überhaupt zu dem Sozialen als etwas Hochabstrakten, von dem er immer spricht, dass man das nur so hochabstrakt aussprechen kann.
So going when he goes back to the ancient Greek heroes, he argues that probably back then there was a very acute awareness of the issues of related humans with humans and the area between what is they're trying to grasp what is actually going on here. And he of course relates to interaction in our society, but they have this acute awareness of the relatability and the possibility and improbability of relatability between persons. Da kommen wir auf den griechischen Held, und was will er da sagen? Er sagt, dass der griechische Held so eingebunden ist in die Tradition, meistens kommt er aus höheren Familien heraus, er ist so eingebunden in die Tradition, und er kommt jetzt aber mit dem, was das Zwischenmenschliche ist und mit dem, was die soziale Moral ist, in so einen Konflikt, dass er nur mehr eine Handlung machen kann, die er selber übernehmen muss. Das nennt man dann einen Helden. Das heißt, meistens endet es muss er sein Leben dafür opfern. Ob das die Antigone ist oder ob das der Odysseus ist. Okay, für mich war das interessant, ich habe diese große Differenz, in der wir ja in der Gegenwart immer noch drinnen sind, in dieser Differenz, dass wir nicht identisch sein können, mit dem Sozialen identisch sein können, diese große Differenz, habe ich mir dann gedacht, was wäre das in der Gegenwart, was wäre sozusagen der böse Bube in der Gegenwart, und mir ist gleich Donald Trump eingefallen, der sozusagen dieser moderne Held ist, aus einer Nation kommt, die fantastisch Geschichten erzählen kann, die fantastisch Comics erzeugen kann von der Welt, die eine fantastische Form der Reduktion von Komplexität hat, indem sie primitivste, simpelste Geschichten erzählt, indem sie Pop-Art erfindet, indem sie das zur Kunst macht, dass eine Cola-Dose ein Kunstwerk ist. Aus der Tradition, der ist mir dabei eingefallen. Ich habe nicht weitergelesen gehabt, ich habe sozusagen nur das mir gedacht, was wäre das heute der moderne Held. Mit dem sich aber ganz viele Menschen ja auch identifizieren, hat ja nur deswegen Erfolg, und diese Leute wie Haider bei uns in Österreich oder Le Pen oder Kurz, Kanzler Kurz in Österreich, die haben ja wahnsinnig Erfolg, und da sind ganz viele Leute von ihnen total fasziniert, weil sie sozusagen diesen Konflikt, den von dem Luhmann gesprochen hat, dass der so ein Grundkonflikt ist, der schon in der alten Antike vorkommt, weil sie den spielen, weil sie den ausspielen, weil sie den repräsentieren, weil sich alle damit identifizieren. Während Luhmann hat dann jemanden ganz anderen genommen. Das war total interessant. Ich lese auf der nächsten Seite weiter. Und wen nimmt er? Jean Genet. Ganz kurz, ich sage euch das jetzt nicht, was es bedeutet. Gut. Ancient Greek heroes. So, what made them so special? How was this acute awareness visible? It was visible by these elites or noble families, these young men and women. They had an urge, a conflict with society that they had to act. They had to act, that's the difference. They couldn't do anything else. And of course, usually they had to die at the end to restructure harmony, but the story or the narrative could go on as this urge of the necessity to act, where it gave form to the distinction that you cannot be identified with society in perfect harmony. There's always this distinction between me, I, and the cognitive acts, the social forms and norms. But who would be that in a contemporary form? Well, I thought Donald Trump and others. And Donald Trump stems from a culture or practice in the US where they can tell the most fantastic stories. And they are very simple devices. They even have Pope cans as art.
consider that as a very unique form of expression. And we could look at others in Austria, our prior Chancellor Kurz and others, but they are too representing this age-old story of being in conflict with the story, and their success stems from the ability to tell a very simple story of being non-identical with society and giving it a form. Okay, letzter Satz. Der jetzt ganz rausspringt, aber es ist ja sozusagen auch ein ich habe das vorbereitet, aber im Gespräch mit Dirk Becker bin ich auf was noch einmal auf was gekommen und was die Luhmannsche Theorie für mich so auszeichnet. Als Schüler von Josef Beuys zitiere ich jetzt eher Josef Beuys, aber Josef Beuys hatte gesagt, dass in einem Interview mit Mennekes, einem Jesuiten, hat er gesagt, dass der in unserer Gegenwart der größte, wir meinen immer, es wäre alles Handlung. Wir würden sozusagen mit Handlung die Welt gestalten. Der größte Anteil der Gestaltung der Welt ist Leiden. Leiden. In Luhmanns Sprache übersetzt ist eigentlich das Erleben, der Anteil des Erlebens, das wir nicht so sehen können, wäre das in Luhmannsprache übersetzt, der größere Anteil ist, das, ist der Erlebens, der Rezeptionselement. Das, was Sie jetzt hier tun, ist ja auch im Unterschied zu mir. Ich bin der Handler einer und ihr seid ganz viele. Daran sieht man es auch schon, der Prozentsatz ist riesengroß. Ihr müsst mich erleiden. Danke. So the last sentence, my Rückblick, doing, well not the Romanian Rückblick, going back to the Eastern Heroes, but going back to my master and then trainer, the German artist Josef Beuys. And in an interview some years ago he said, well, we have a tendency to describe or experience, understand the world as if it is shaped through action. And there's a lot of talk, there's a lot of communication about action and actionability. But that's not the case, seen from the point of an artist. Rather, it's the suffering that makes all the difference. It is suffering through lectures, it's suffering through life, experience, communication that makes a difference. Translating into Luhmann, the Romanian language would be to experience, to receive, to be in the mode of reception, rather than to be in action. And look at the situation that we have here. I've been performing, I've been acting, and you have been experiencing my lecture, you have been suffering through the lecture. Yes. Thank you very much. Okay. Yes, please. Well, I have three questions. Yeah. Only. The first, I'll try to make it short, so you can remember. So, how do you define your style? As an artist, artist work, how your style can be differentiated from the other artist work or artist. So, what is your self definition of your style? First is an answer to this question. That's also your thing. What's the style of presentation? When you present with PowerPoint, it's for me terrible. Because it's not the style of the Gegenwart. It's not the of the temporary. It's a style of the temporary, but it's not a style of the. In the tradition, there are so much possibilities of styles to presentation thinking, from Platon's dialogue to Sloterdijk's essays with a lot of pictures and with.
bis to poetries. And there's a very less label in your presentation about forms. It's typically academic. It's very dusty. And my style, so to my style, it's a really terrible style. A really terrible style.